Das Projekt, das kann man wohl wirklich so sagen, das spaltet mittlerweile die Stadt. Es wird sehr kontrovers diskutiert, die Emotionen schwappen hoch. Und wir hatten ja Sie, liebe Zuschauer, um Ihre Meinung zu Stuttgart 21 gefragt. Ja, und bei mir ist jetzt mein Kollege Christian Knapp aus unserer Redaktion. Christian, repräsentative Umfragen sagen, die Mehrheit ist gegen das Projekt. Wir haben jetzt 2 Wochen lang die Meinung unserer Zuschauer gesammelt. Was sagen die denn? Sie argumentieren ähnlich wie in dieser angesprochenen Umfrage, nur ist das natürlich bei uns nicht repräsentativ, ganz klar. Aber auch bei uns ist die Tendenz eindeutig. Von weit über 200 Zuschriften sind rund 80% gegen das Projekt und 20% dafür. Die ersten beiden Einträge überhaupt vom 19. August zeigen so ein bisschen die Grundtendenzen beider Seiten wieder, die typischen. So schreibt Harald Rottmann zum Beispiel: Ich bin gegen Stuttgart 21, die Kosten für dieses Projekt stehen in keinem Verhältnis zu dessen Nutzen. Ein wenig später dann Inge Palter, die meint, Stuttgart hat die einmalige Chance, jede Menge zusätzlichen und neuen Platz zu bekommen. Sie spricht damit die riesige Fläche an, die frei würde, wenn man den Bahnhof unter die Erde legt, mitten in der Stadt, eine neue Fläche. Stichwort Bauen. Bauen ist für unseren Zuschauer Alfred Schwarz bei Stuttgart 21 dann kein Risiko, sondern er sieht eine Chance darin und verweist in seiner Mail auf die sehr gut, hervorragend ausgebildeten Architekten in unserem Land. Er schreibt, unsere Unternehmen entwickeln Spitzenprodukte. Hierfür wird zu Recht immer mehr Geld gefordert und auch ausgegeben. Nur was nützt uns dann der ganze Aufwand, so Alfred Schwarz weiter, wenn wir nicht in der Lage sind, Ingenieurskunst und modernste Technik im Land anzuwenden? Also hat man so ein bisschen den Eindruck, die Menschen, die Zuschauer, setzen sich schon sehr differenziert mit diesem ganzen Thema auseinander. Also nicht nur, ich bin dagegen, ich bin dafür, fertig ab. Nee, sie bringen durchaus auch viele verschiedene Argumente, auch wenig aggressiv, aber dafür offensichtlich unverrückbar gegensätzlich, vor allem beim Thema Geld, also den Kosten von Stuttgart 21. Marianne aus Stuttgart, die nur ihren Vornamen angegeben hat, schreibt, die Politiker in Berlin reden nur vom Sparen und die hier hauen das Geld nur so raus. Begriffe wie Geldverschwendung, Milliardengrab fallen da. Investierte Gelder, so schreibt Wolfgang Reich, ebenfalls aus Stuttgart, sind bei Stuttgart 21 verteilt auf 10 Jahre, kommen über Arbeitsplätze, Umsatz und Steuern aber wieder zurück. Also er vertritt die Meinung, die Investition lohnt sich. Worum ging es denn vorwiegend den Befürwortern? Was für Argumente haben die denn ins Feld geführt? Die fordern vor allen Dingen auch von den Gegnern Weitsicht, um in die Zukunft denken. Sie argumentieren mit zurückliegenden Projekten dabei. Das klingt etwas kurios, ist aber in der Mail von Max Müller formuliert. Leider wird erst in 10 Jahren der Erfolg von Stuttgart 21 sichtbar werden. Viele Beispiele aus der Vergangenheit zeigen dies. In Stuttgart die neue Messe oder das neue Kunstgebäude waren auch sehr umstritten, sind am Schluss oder jetzt heute angenommen. Das Forum bleibt weiter offen, Christian. Die Zuschauer können sich also weiter dran beteiligen. Wie lange werden wir noch diese Diskussion führen? Also die Diskussion, wie lange sie geht, ich nehme an, parallel zu dem Prozess. Man merkt das auch an den Inhalten im Forum. Es ist nach hinten raus jetzt in den letzten Tagen immer politischer geworden. Am Anfang hat man die gegenseitigen Argumente sich sozusagen um die Ohren gehauen. Aber jetzt ist man auf der politischen Ebene, was parallel zu den Gesprächsangeboten und wie wir vorhin gehört haben, zu den Äußerungen der Politiker. Ja, läuft. Eben. Es ist schon lange ein Politikum geworden mit eventuellen auch Auswirkungen auf Wahlen. Das muss man mal sehen. Christian Knapp, vielen herzlichen Dank für das Zusammenstellen der Meinungen unserer Zuschauer. Danke für den Besuch hier.